bin mittlerweile seit 9 Jahren bei Jena Wohnen angestellt und seit 1 Jahr in der Führungsposition. Ich arbeite seit 5 Monaten bei den Stadtwerken Jena als Bereichsleiterin Unternehmenskommunikation. Ich arbeite hier seit knapp 17 Jahren. Aktuell bin ich Bereichsleiter Abwasser bei den Stadtwerken Jena und stellvertretender Werkleiter beim ZEG-Verband Jena Wasser. Also der Grundstein für mich war die Ausbildung zum Immobilienkaufmann bei Jena Wohnen, danach Berufserfahrung sammeln, sich berufsbegleitend weiterbilden und dann die Chance ergreifen, wenn sie sich ergibt. Ziemlich klassisch. Ich hatte zunächst einige Jahre Berufserfahrung gesammelt als Trainee und Referent in der Automobil- und Energiewirtschaft. Und als sich dann die Gelegenheit ergab, sich auf eine Teamleiterstelle zu bewerben, habe ich das gemacht und mich im Besetzungsverfahren durchgesetzt. Nach meiner Ausbildung zur Fachkraft der Abwassertechnik absolvierte ich eine Weiterbildung zum Abwassermeister und ein Studium der Umweltingenieurwissenschaften. Danach arbeitete ich einige Jahre als Anlagenmanager und bin seit gut 1 Jahr in meiner aktuellen Position tätig. Also mir gefällt es, mit meinem Team oder meinen MitarbeiterInnen zusammen an Lösungen zu arbeiten, Lösungswege zu diskutieren. Und ich moderiere die Themen, gebe Impulse und wir finden gemeinsam ein tolles Ergebnis. Mir gefällt es, Menschen zu motivieren und zu vernetzen. Kontrolle ist nicht so meins. Ich lasse viele Freiräume, denn mich interessiert eher das Ergebnis als der Weg dorthin. Am besten gefällt mir die Zusammenarbeit bei uns im Team und im Bereich, als auch die unternehmensübergreifende Zusammenarbeit im Hause der Stadtwerke.